Bereits zum 19. Mal hieß es am Montagabend wieder ran an die Töpfe und Pfannen, denn die OTZ-Reihe Prominente Kochen ging in die nächste Runde. Diesmal war es Thüringens Landeschefin Christine Lieberknecht, die in der Studioküche Schwarzbach den Kochlöffel schwingen sollte. Bevor es aber damit losgehen konnte, gratulierte OTZ-Chefredakteur Ulrich Erzigkeit der Ministerpräsidentin, die zwei Tage zuvor ihren Geburtstag feiern konnte. Für das öffentliche Kochen wollte der Geraer Köcheclub Christine Lieberknecht schon lange gewinnen, denn sie lenkt nicht nur das Land, sondern ist auch, was das Kulinarische anbelangt, ganz und gar Thüringerin. Ich koche leidenschaftlich gern, nur leider viel zu selten und deswegen freue ich mich, heute Abend mal wieder richtig loslegen zu können. Bei so viel Begeisterung und der professionellen Unterstützung an den Herdplatten konnte dann ja nichts mehr schief gehen. Diesmal stand Klaus Schwarzbach persönlich der Ministerpräsidentin als Kochpate zur Seite. Gemeinsam ist den beiden die Vorliebe für Hausmannskost und die regionale Küche bestimmte an diesem Abend das Bild auf den Tellern. Den Auftakt machte das Geraer Eiergeräusch. Man nehme zwei Brötchen, würfelt diese, in Milch einweichen und ca. 2 Stunden stehen lassen. 8 Eier verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen und mit den weichen Brötchen vermengen. Räucherspeck und Zwiebeln würfeln und goldgelb anschwitzen. Die Masse aus Brötchen, Milch und Eiern hinzugeben und stocken lassen. Zum Schluss mit Schnittlauchringen verfeinern. Dazu gibt es Kopfsalat und Knoblauchbrot. Auf Wunsch von Christine Lieberknecht folgte im Anschluss eine zweite Vorspeise mit saisonalem Gemüse. Ein Spargelragout überbacken mit Edamer Käse. Den Spargel schälen, halbieren und in schräge, dickere Scheiben schneiden. In Butter anschwitzen, mit Weißwein ablöschen und bissfest köcheln lassen. Die Sahne angießen, mit etwas Balsamico ablöschen, Salz und Zucker würzen. Mit dem Edamer dann überbacken und goldgelb werden lassen. Mit Kresse verzieren. Nach den zwei Vorspeisen stand nun der Hauptgang an. Auch hier der Fokus aufs Regionale. Die Thüringer Klöße sollten es sein, mit Sauerbraten. Für den Sauerbraten benötigen wir Rindfleisch aus der Keule, Rinderknochen, um eine Brühe vorher anzusetzen, für die Marinade Möhren, Zwiebeln, Sellerie, Pimentkörner, Essigessenz und 2 Esslöffel Zucker. Aus der Essigessenz wird der Einlegefond gekocht, das Fleisch vor der Zubereitung abtropfen lassen, dann von allen Seiten scharf anbraten, das Gemüse aus dem Einlagefond und das Tomatenmark dazugeben. Alles anrösten. Mit ca. 50% Einlagefond und 50% Rinderbrühe aufgießen und ca. 1,5 Stunden in der Röhre oder Topf garen. Das Fleisch aus der Soße nehmen, in Scheiben schneiden, Soße mit Soßenkuchen und Binder sämig machen und süß-sauer abschmecken. Für die Thüringer Klöße nehme ich erstmal ein Brötchen, schneide das in kleinen Würfeln und schwitze in Butter an für die Kloßcroutons. Die Kartoffeln schälen, würfeln, schneiden und mit Wasser ansetzen. Die weichen Kartoffeln im Kochwasser stampfen, dass ein flüssiger Brei entsteht. Circa 2/3 der Kartoffeln stelle ich einen rohen Kartoffelrieb her, mache diesen Rieb richtig trocken. Den rohen Kartoffelrieb übergieße ich mit dem Kartoffelpüree und unter ständigem Rühren gebe ich nach und nach die gekochte Kartoffelmasse bei. Aus der Masse Klöße formen, in der Mitte 3 bis 4 Brotwürfel geben und dann die Klöße in kochendem Wasser ca. 20 Minuten ziehen lassen. Der letzte Gang stand nun für diesen Abend an. Etwas Süßes zum Dessert mit Quarkspitzen. Die Eier mit dem Zucker schaumig rühren und den Quark dazugeben. Das Mehl mit dem Backpulver darunter heben. Mit einem Holzlöffel oder Knethaken schaumig schlagen. Mit einem Teelöffel Stücke abstechen und in heißem Fett ausbacken. Serviert mit Erdbeeren, Zitronenmelisse und Puderzucker konnten sich die Gäste dann auch den Nachtisch schmecken lassen. Der kulinarische Abend mit Thüringens Ministerpräsidentin neigte sich damit dem Ende und hinterlässt einen durchweg positiven Eindruck. Es war ganz wunderbar. Es hat alles wirklich ganz prima funktioniert. Es waren viele helfende Hände und wir haben wirklich eine Spitzenleistung gebracht, was die 4 Gänge betrifft. Es waren alle ganz zufrieden. Es hat allen wunderbar geschmeckt und ich kann das wirklich nur weiterempfehlen.
Ein rundum gelungener Abend also, bei dem man sich jetzt schon auf eine Fortsetzung freuen darf. Mit der kommenden Auflage steht dann ein Jubiläum an. Zum 20. Mal dürfen OTZ-Leser Prominenten beim Kochen zuschauen.